Oder Fördling 4. Okay. The track temp is 80 Fahrenheit. The air temp is 77 Fahrenheit. Mr. Corndog himself, Connor! How are you, buddy? I'm doing a league race. Trucks at Iowa. 172 left. In the inside lane. Was bin ich? Du bist 60 Laps gefahren, oder? Ich bin 60 Laps gefahren, ja. Und hatte 52, 85. Wegen? Ich weiß nicht, ob ich so einen langen Stint nachher machen werde. Gucken mal, wie es, ob es grün bleibt, dann. Da müsste ja 60, da müsste es ja fast 55 oder was? Oh ja, aber das ist. Aber das ist nicht zu viel. Oh mein Gott, Connor. Oh mein Gott. 98 Raiders. Oh mein Gott. Thank you, Connor. Thank you so much. Thank you so much. Hey, Drift King. Thank you, buddy. Appreciate it so much. Thank you. Thank you, thank you. I'm doing league race with the trucks at Iowa. Fixed setup. 172 laps. It's now you come right to the start. So, yeah. Have fun. Hey, Park. Hey, Park. Hi. Hi, buddy. Hey, who's here? You know the wall hit Reschke. Hope your stream was pretty good. Connor, you had a lot of fun at Daytona. Maybe you got a win. Good luck. Oh. Oh, luck. Okay, Daniel, here we go. Don't fuck this up. Green, green, green. Car bottom. Still there. Hold it. They're still there. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Still there. Hold on. Still there. Stay with them. Hold your line. P5. Hold your line. The car in front of us is Roush. Hold your line. Hold your line. Still there. Still there. Stay with them. Clear inside. Okay, Daniel. Fuel window opens on lap 8 and it should close on lap 90. Your lap times are pretty consistent.
So, 9 Laps to, 8 Laps to weit gefahren. Salü Reifen. Ob ich weit ins Zelt. Salü Reifen? Doch, doch, doch. 1-2 Outside ist der Tod. Ja, das stimmt, ja. Aber 3-4 ist es besser im Two-Wide Outside, weil da habe ich Rauch, habe ich so gekriegt. Es ist schneller, aber nicht besser. Deshalb fahren alle hin. Ach so, okay. Das stimmt auch wieder. Ich glaube nur, das hat Geld gehabt. Ich war mit Rauch nur 2 Laps, glaube ich. Ach, Jus ist immer noch mit drüber. Mit 1-2 Laps Pause. Fährt eigentlich Steinige jede Serie jetzt mit? Ja, komm schon. Glaube nicht mehr, wenn. Alright, Daniel, that's good consistency. Keep it up. Und Cornish ist auch in jeder Serie drin. Ja. Die fahren ihre Sonntagsrennen nicht mehr da in ihrer englischen Liga. Achso, weiß. Okay. Ja, er fährt halt nicht mehr, wahrscheinlich findet er halt bei uns Racing besser. Naja, nicht wirklich. Halt schon ein paar, aber verkacken es oft selber. Ja, er fährt halt schon sehr fehlerfrei. Truck ist sein Spiel. Na, das stimmt schon, ja. Spielverderber? So was sind die? Achso, so. Aber wieso Albrechts? Da in Daytona ist er ja durchgekommen ohne Schaden. The truck temp's increasing. It's also, nur die Sowinskis letzte Woche, da am Sonntag. Ja, 3-4 wird langsam richtig kalt. Hast du Breakpoint auf 58 genommen oder hast du auf 60 gelassen? Ich bin mit 58 gestorben. Hab sie gar nicht hochgemacht, ich hätte noch tiefer starten können. Ich glaube, ich werde sie auch nicht hochmachen. Car up top, clear up high. Outside. Outside clear.
Slip-Pipe. Uiuiuiuiui. Komisch, noch Lowline fährt. Naja. Aspero ist ein paar Mal 3-4 oben gefahren. Aber der fährt immer so im Wechsel, aber Cornish fährt Lowline. Ah, der ist hässlich. Ich setz dich so krass. Hey Frager, grüß dich. Good consistency. Keep him coming. Schafft ihr die 24er? Knapp. Nee, jetzt auch 25 Grad. Nullo, davor hatte ich noch eine 9er. Viel Cornish zieht jetzt so richtig weg. Ey, es ist ja Maspero vorne weggefahren und Cornish ist dahinter geblieben. Er hat den erst nach einer, weiß nicht, nach 5, 6, 7 Runden oder so hat den erst überholt. Ich glaube, Steinige können da auch schneller. Sparrow hält ihn, glaube ich, ein bisschen auf. Komm hier mal. Marius ran und dann werde ich teilen. Stefan, hi. Ah, musst aufpassen. Band, oder? Okay, Daniel. Das sounds pretty consistent.
Warum auch immer ich jetzt los bin, ne? Lap time's pretty consistent. Ja, kann man machen jetzt so. Ja, 43 sind 3 Stops. Was ist so Winski? Muss ich zwingend strategisch sein? Die Reifen schon verheizt. Ich dachte, ich meine auch, aber ich hatte das Ding gut. War konstant. Nee, ich meine so Winski. Jetzt wieder nach einer, wo ich was sage. Da fliegt jetzt was. Car left. Inside clear. Ja, die kommt jetzt in der Yellow. Ja, Rauch hat er schon fast erwischt. Auch musst du die Lenkung nochmal aufmachen. Car low. Bottom clear. 5 Laps haben wir. Gehen Sie doch weg. F. Willst du mir das sagen? Das ist nicht so fein. Das ist aber rein. Zu viel Gas will ich. Zu viel von Gas will ich auch nicht. Naja, aber wir haben schon eine andere Kostüme. Okay, Daniel, that's good consistency. Keep it up. Früher auf dem Gas, zu viel Lenk rein. Jonathan, hey, buddy, how are you doing? Also nee, es ist nur, was möglich ist. Der größte Fehler ist wirklich zu viel Lenk einschlagen, dass du umwürgst. So wie ich also. Ja, und dann über vorne rechts schiebt. Das ist auch bei mir das größte Problem. Fabi, ich würde sagen, du sollst shut up.
Hold your line. Jay Bell, genau. Hold your line. Still there, hold on. Still there, hold your line. Hold it. They're still there. Still there. That's good consistency, keep it up. Still there. Hold it. Still there, hold on. Hold your line. Clear low. Sixth place. Car up high. Still there, hold your line. It's you're clear high. Bleib oben. Outside, okay. Be careful. Still hitting. There. Hold your line. Clear outside. The pit lane speed limit is 40 miles per hour. Ich hab keinen einzigen grünen Pit geübt. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Naja, 60, 87. Watch your mirrors, there's a car approaching. The leader, Cornish, is pitting. There, outside. Clear high, keep it up. Car outside. Clear up high. The car ahead's pitting now. Outside. Still there. Outside clear. B30. Outside. Clear up top. Car high. Still there, stay with them. Hold your line. They're still there. B29. Clear outside. Roush is leading the race. B27. The leader, Roush, is pitting. Was für ein Pussy-Pit. Das war auch nicht besser. 22nd place. High side. Stay low, you're 3 wide. Still there. 64, 79. Outside. Clear high, keep it up. 64, 79. Mhm. Ah, 60, 87. 21st. Ich weiß nicht, ob ich zu spät bremse oder halt zu schnell in die Turns reingehe oder so. P17. Alright, Daniel, there's a car exiting the pits. Heads up. Outside, be careful. Hold your line. Clear outside. B14. Outside. You're clear high. We need to pass this guy to get 60, the lucky dog 87. Position. 64, 79. Also schon recht ähnlich, aber Gabi hat, merkt man schon, mehr hinten abgenutzt, ist schon besser. Verteilung bei ihm. Irgendwann hat sich gedreht.
inside. Okay, jetzt tippen oder so. Ja, weil du so die Linie zugemacht hast, dachte ich, du lässt offen und dann bist du runter. Okay, du gehst jetzt pitten. Ich hab's dann gesehen, ich hab dann wieder aufgemacht, so ein bisschen. Nö. Nee. Ich hatte schon noch Drop off, ich bin bis 25.2, 25.3 bin ich noch abgefahren. Ja, ich muss jetzt irgendwann. 14. Großer Hit. Die Waage ist in der Vorhälfte. Is the car leaving the pit lane? B12. Okay, Daniel, your lap times are pretty consistent. They're outside. They're still there. Clear high. Komm, Spanier! Ich hab keine Ahnung, was der Mann ist. Jetzt kommt doch hoch! Willst du mich verarschen, Mann? Eine Sekunde weg! Und da reckt mich noch um mein Haar! Oh Gott! Hat mich das jetzt Zeit gekostet. Okay, Daniel, the next car is Mattis. Auch ist 3,5 schon weg, verdammt! Outside. Hold your line. Still there. Halt schlecht. Still there. Hold your line. Clear outside. 10th position. Yeah.
Inside. Hold it. Clear low. Car up top. Still there, stay with them. Still there, I'll hold your line. Car high. P9. Clear high, keep it up. High side. Still there, clear high. Eighth place. The guy in front is Arias. Mike Albrecht hart in der Wand. Albrecht bis zum Hellrecht. Good consistency. Keep him coming. P8. Okay, Daniel, the next car is Kish. Car outside. Hold your line. Clear outside. The lead is pitting now. Low side, clear low. Cornish is now in the lead. Is the car leaving the pits? P4, we're halfway through. We think about 54 laps of fuel remaining. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Inside, watch it. Hold it. You're clear low, good job. There, inside. Clear inside. All right, Daniel, there's a car exiting the pits, heads up. P5.
car inside. Hold your line. Still there. Clear low. Mittelliner ist während der Bier. Sieht noch so winzig gefahren aus. Full course caution. Nein, Mann! Kann ich nicht brauchen. Ja, fuck! Nicht verfahren, ja. Ich war gerade on the move. Hab's gesehen, ja, du warst 2-3 Zehntel schneller. Achter bist du gefahren. Nee, nee. Es war der Spanier, der mich vor so geblockt hat. Nee, der Chabrillo da. Mit Dave. Und Chabrillo und Dave waren da. Blöd. We're under caution, pits are closed, pace car is out. Line up single file behind car number 25. Ohne Witz, hätte mich jetzt auch interessiert, schade. Ich bezweifle es aber. Pits are open. Und der ist den Wald schlecht, ich bin am Anfang zu sehr geheilt. Cornish is pitting. Look out for the pit speed limit. Also mich kommen die Caution eigentlich gelegen, weil ich habe jetzt wieder stark abgebaut. Ja, die bei 55 rein sind, hat sich ein bisschen gerettet. Box in 5 4 3, 2, 1, Box now. Niemand kann durchfahren. Ach, doch, du kannst durchfahren jetzt. Also du kannst jetzt durchfahren. Ja, wenn du am Anfang einfach nicht heizt, geht das locker. Ja, du kannst durchfahren. Was hattest du, Gabi? Das ist ja gerade falsch. Okay. Fuck, das war zu schnell. Ich hab jetzt 88,94. 77,92. 88,91. Ich war ja an der 55. Aber wie gesagt, ich habe die ersten Runden nicht zu sehr. Ich bin da die schnellste Rennrunde gefahren. Das ist nicht gut. Das ist nie gut. It was a good run, but I think I'm too fast on the beginning of the stint. And then I overdrive the tires too much. But now 77.92. So have a little bit patient at the beginning of the stint. I think I will save now a little bit and then I will end the race without pitting now. We had 77 laps to go. 76, I think 75 on green. Yeah, and you can make with the fuel 85 or 86, I think. But you have to be really careful at the beginning of the stint. Don't overheat, don't overdrive the tires. Was machst du, Gabi? Nochmal teilen oder draußen bleiben? Ich guck, was die machen.
Ja, es kommt ja drauf an. Nee, du kannst nicht gucken, was die machen. Ich sag dir folgendes. Nein, kannst du nicht. Ich sag dir folgendes. Nein, entweder kannst du jetzt pushen wie ein Verrückter und gehst dann nach 40 Runden pitten, oder du musst safen, weil du musst jetzt über 70 Laps fahren. Kannst du Tank? Tank kann 85 oder 88, ja. Naja, mehr Gabe will run it, me not, because I'm at night shift. I have to go after this race, I have to go... Four course yellow, pits are open. I will watch the Twitch streams. Will Dylan race it? Do you know it? Krieg ihn irgendwie los am Ende, ich weiß nicht. Okay, Daniel, get ready. Race will resume at the end of this lap. Wie fährst du in den Exit? Aggressiv. Also ich fahr mit Turn aggressiv. Komisch. Mir so nur Zeit. He's waiting until Sunday, okay. Gabe will run it for sure, but I'm not. I'm on work. This race. Ich war in Lap 60 pitten, das sind schon über 30 Runden gefahren und ich hatte nur 3% Unterschied. Na, schon gut. Ja, mal gut. Jetzt ist sowieso mehr easy going als vorher. Ich hätte jetzt 15% Unterschied. Green flag. Car bottom. Sixth place. Still there, hold your line. Hold your line. Still there. Still there, hold on. Still there. They're still there. Still there, stay with them. Got a full course caution, watch out. Clear inside. Fuck, I'm Platz verloren. Bei gewonnen. Oder einer gewonnen. Ja, einen gewonnen. Das war Sven Albrecht. Du bist quer über die Strecke fahren. Ja, pace car is out. Line up single file behind car number 25. Pace car is out. Pits are closed. Pits are open. Thomas Stiegler wurde zeitgleich los und ist im Vollrein. Aber ich bin nur, weiß warum. Maspero hat in der Anbremszone von 3 übelst reingestochen bei Limberger. Dass Limberger übelst ab, hier vom Gas gehen musste oder halt bremsen musste. Und dann hatte ich halt outside den Run auf ihn. Das war von Maspero schon. Boah. Ding, bevor die Gaussian kam. Mhm. Und der war auch so einen schlechten Exit, das 4, dass er ganz nach unten zog und Free Ride machte. Okay. Ganz blöd. Ganz dumme Situation, was er da kreiert. Glück haben die Caution, da konnte ich sofort lupfen. Machst du im 3-Wide-Beam oder yellow. Pits are open. Hinter ihm, er kommt so schlecht raus, dass er aus meiner Linie zieht, dass ich nicht runter kann. Blockt er ganz in und ich muss mittig durch den 3-Wide durch. Mhm. Und T1 hätte er wieder alle Vorteile gehabt, trotz des schlechten Runs. Hochriskant. Wo wir halt mittig geblieben wären, alle an ihm vorbeigefahren. Ja,
Aber das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Die machen Fehler, jetzt egal ob Roland oder sonst wer, sieht man auch im Public, sie machen Fehler, sind dadurch deutlich langsamer irgendwie im Exit, die anderen kriegen einen Run, statt dass sie einfach dazu stehen, einfach ihre Linie halten, nein, fangen sie an, mit ihrem krassen Geschwindigkeitsunterschied noch die anderen zu blocken, Linien zuzumachen, was übelst Dummheit ist, was Unfälle provoziert. Das verstehe ich nicht. Mein Gott, du hast einen Fehler gemacht, okay, halt deine Linie, dann verlierst du halt zwei Plätze. Du hast ja auch den Fehler gemacht. Bist ja selber schuld. Nee, dann musst du anderen noch das Rennen kaputt machen. Mach ich nicht. Ich sag nichts, Last Lap oder was ich meine, am Schluss, da sage ich nichts, aber nicht jetzt. Wir haben noch 70 Runden. Unnötig hochzählen. Unnötig hochzählen. We're under caution, pits are closed. Also in meinen Augen. Das hat auch was mit Rennintelligenz zu tun, aber naja. Wir haben ja keine Ahnung. Wir sind ja die Dummen. Hazy, was ist der Hazy iRacing Design? The track temperature is decreasing. It's now 80 Fahrenheit. Lap 69. Nice. Mein 69 to go. Ja. Ja, wann ist NIS? Da musst du gucken, ob 10 oder 11. Ja, das ist nicht sicher. Guck lieber, Leute. Das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher, Nadja. Das kann auch um 10 sein. Ich glaube nämlich, es ist nämlich sogar um 10 jetzt am Anfang. Das ändert sich erst, wenn wir wieder Sommerzeit haben. Dann ist es 11. Achtet drauf. Nee. Guck drauf. Ja, ja, ich muss aber gut, ja. Ja, aber das. Ich wollte gerade sagen, aber. Ja, also wenn es um 10 Uhr ist, schaffen wir es nicht. Nee, weil wir haben noch jetzt. 20, jetzt genau noch halbe Stunde. Doch, ihr würdet es schon schaffen, müsstet euch aber jetzt schon anmelden. Auf aber keine Caution mehr kommen. Dann würdet ihr das schaffen. Anmelden kannst du dich jetzt noch nicht. Nee, erst in 6 Minuten, ne? Aber wenn nochmal eine Caution kommt, dann wird es knapp. Aber okay, du brauchst kein Quali. Kannst du ruhig mit einer Lab zurück starten im NAS. Oder? Daytona. Ich habe auch gesehen, im Fix sind einige aus der Box gestartet, aber nach hinten los. Green, 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 let's go! Nee, im Fix. Bei mir meine Rennen einmal. Einer im B und einer im A. Inside. Inside. Hold it. Jetzt ist die Outside langsam. Hold your line. Ja, aber das sieht ein steinige Mann. Still there. Und war was Perro, der hat übelst übelste Pace da gemacht. Da konnte ich schön mitgehen. Jetzt Steini war jetzt irgendwie ganz, ganz langsam. They're still there. Still there. P5. Still there. Stay with them. Still there. Hold your line. Still there. Hold your line. Still there. Hold on. Still there. Hold your line. They're still there. Hold your line. Hold it. P2. Still there. Still there. Bottom clear. So. Jetzt 10 Laps fahren, deine Caution bitte. Maspero macht auf jeden Fall langsam. Easy Goings merkt man.
Wegen? Okay, Daniel, your lap time is pretty consistent. Ja. Das ist nicht der Beste. Deklariert als einer der Besten. Ja, aber im Artikel stand einer der Besten, nicht der Beste. B2. Also Limburger hat's eilig. Der drückt richtig. Also ich hoffe auf eine Caution einfach mal so. Lap times are pretty consistent. Maya bricht schon ein bisschen ein. Track temperature is increasing. It's now 84 Fahrenheit.
Okay, Daniel, that's good consistency. Keep it up. Mann, jetzt kriege ich meine Reifen. That's good consistency. Keep it up. Car up high. You're clear high. I
raus und alle halten übelst auf. Outside, be careful. Still there, clear up high. Change lines, der produziert ist. Okay, Daniel, that's good consistency. Keep it up. Oder musst mehr trainieren. Dann hättest du das Defizit schon früher ausgebügelt, weißt. Aber ich weiß, was du meinst. Bei mir ist das jetzt auch der letzte Stint, ist jetzt eigentlich der beste. Du kriegst ein Gefühl und hast einen Flow drin und alles ist schon. Aber Gabi, du bist das schnellste Auto im Feld, ne? Echt krass. Ja, aber ich glaube, also ich muss echt die Linie treffen. Ich muss jede Runde müsste sitzen. Kommt sukzessive ran. Ich glaube, ich komme nach einem Schluss. Müsste schon hart werden. Und da hat die Klinge, ja.
car up top. Hold your line, clear up top. Car high. Still there, stay with them. Hold your line, outside clear. Naja, ich sehe es schon, der Abstand wird immer größer. Ich glaube Teile kann schneller als Steinige. Das kommt uns zugute. Also du kommst ran an mich, also wenn alles passt, wirst du mich auch noch holen. Los. Kriegst du den los? Jetzt fast abgeflogen. Oh, wie du das machst, ey. Pascal, ich hab den Kleinen. Jetzt ist Teile durch, ja, am Steini. Boah, wenn 15 Runden reichen, weil Teile ist bestimmt noch auch noch schnell. That's good consistency, keep it up. Alter, was du für Zeit noch raushaust, ey. Besser. Was, echt? Ja, ich sag, hab doch vorhin schon gesagt, du bist das schnellste Auto im Feld. Schneller wie er. Ein Zehntel. Sein. Full course caution, be careful. Ich kann nicht. Warte, wir wären safe gewesen, 2-3. We think Kish has crashed. Schade. Es war safe. Ich bin durchgewarft. Wir hatten nach hinten 3 Sekunden oder wie viel? The pace car is out. Line up single file. Behind Cornish. Aber die haben ihre Reifen kaputt gemacht, die wären nicht mehr gekommen. Die sind 3 auf 4 gefahren, so wie ich. Du wärst eher noch in Cornish rangekommen, aber wir waren jetzt 4 Sekunden weg. Aha, Roland. Robby, siehst du, ob's Pits are open. Ja, dem Lurker, Mann. Was ist mit Roland? Komm, Nolly. Was kann er nicht? Wissband. Ah. Ja, wir waren die ganze Zeit im Two-Ride und gerade als die Porsche rauskam, war ich mal 10 Meter vor ihm. The leader, Cornish, is pitting. What's your speed limit in the pits? Box in, 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Ja, ist 10. Ja, fick den Scheiß. Rein theoretisch wird's aber reichen, wenn ihr euch jetzt anmeldet. Stimmt nicht. Doch. Er fahrt halt ohne Quali, mein Gott. Trenner hat jetzt noch, wie viele Laps sind's? Jetzt gucken, 60, 87 habe ich Reifen. Es sind noch 9 Laps.
Zug, jetzt habe ich halt rechts und Chaos vor mir. Was hast du Reifenwerte, Gabi? Das sind die schlechten. Full course yellow, pits are open. 65, 80. Boah, krass. Schlechte. The leader is pitting now. 86, wir waren die ganze Zeit am Kämpfen. Ja, aber ich Ja, aber guck mal, das Rennen geht jetzt. Wie lange ist eine Runde? 25. Ja. Wenn jetzt nichts. Ist halt die Frage, kommt noch eine Corsa oder kommt keine? Es kommt garantiert noch eine. Ja, aber. Ja, wir haben unlimitiert Ding, gell? Ja, aber. Es ist echt grün, das Rennen. Ich denke auch, dass jetzt nichts mehr. Ja, ich würde mich anmelden an eurer Stelle. Es sind noch 9 Minuten, dann 3 Minuten Practice, 5 Minuten Quali. Ja, hochladen und ja, scheiß drauf. Ja, Replay speichern, scheiß doch drauf, Mann. Resultat hochladen, wer ist noch da, das macht jemand anders. Will ich doch nicht so an, Mann. Und du bist doch nicht der einzige Rennleiter. Dann schreibst du wirst kein NRS fahren, das ist zu knapp. Hm? Das kann jeder andere. Geld was sagen, dass man sich zusammenreißen soll, dass wir NRS schaffen. Ah, oh, und du Geld darf man ja chatten. Ja, es ist Geld. Und du Gelb ist es ja kein Problem, oder? Nein, Gabi darf alles schreiben, was er möchte. Rennrelevant ist nur unter Grün. Es gibt unter Gelb keine Chat, keine Chatsperre. Ich dachte auch, dass es unter Gelb keine Regel gibt. Soll ich von JBL fragen, ob du einen Spotter nachher willst für die NRS? Kann er machen, wenn er will. Yes, if you like. I don't mind. Ich gab ihn nochmal für dich. Du darfst hier in dem Rennen, wann immer du willst, alles hab Mögliche ich, schreiben. Das ist mir klar. Bis wann? Bis das Rennen vorbei ist. Wie blöd. Ach, in diesem Rennen oder im nächsten Mal? Er gibt's dir doch gar nicht frei, Mann, der verarscht mich doch. Ich weiß, dass es mir nicht frei gibt. Ich weiß, dass es darum geht, dass ich es nicht kann. Ich werde es dir geben, wenn ich dich wieder sperre. Mein Problem ist, dass ich auf den Shortrun nicht so schnell bin. Dann halt, ihr meld dich an und dann schreibt Marius, der soll es hochladen für dich. Du fährst gerne, würdest gerne das NRS fahren, fertig, wusst. Okay, Daniel. Ja, der Markus, der sagt doch, wo ist denn das Problem? Also, wegen sowas jetzt dann das NRS nicht fahren, ist Blödsinn. Also, ich bin angemeldet. Naja. Das Rennen geht jetzt noch 3 Minuten. Noch 5. Genau auf dem Screen vom Alter, mach doch jetzt auf, Mann, jetzt stell dich doch nicht an, du bist wie eine Pussy. Nimm mir doch auf die Eier. Findest lauter Ausreden, dann fährst du halt nicht. Junge. Ey, es ist vor der Fresse. Es ist vor der Fresse und ziehst das Fenster rüber, du bist unter Gelbkarte noch. Pacing. Jetzt nicht um den heißen Brei rum. Tractor. Junge. Triggert hier. Green flag. Natürlich drehe ich mich, ich glaub's nicht. Got a full course caution. Das glaub ich nicht. Ich bin so dumm. Meiner. Ich war easy auf dem Gas. Ist los geworden. Ich wusste, dass er los wird. Ich wusste es. Pace car is out. Line up single file behind Cornish. Pace car is out. Pits are closed. Ich versteh's nicht. Ich war easy auf dem Gas. Was den dicken. Na, na, ich war dicken zu viel. Mhm. Einfach dumm. Ich wusste, dass er los wird. Full course yellow. Pits are open. Also, Nadja, Versuch Nummer 2. Du dumm. Ja, ich rauche, ich kann's fahren. Oh Mann, ist das dumm. Müsste dann einfach mit 4 Laps Verspätung rein. Ach was? Was denn für 4 Laps? Aber, so dumm, Mann. Ja, passiert. Was soll ich sagen? Was habe ich letzte Season nicht für alles weggeworfen? Ja, ich hab Meatball, alles. Nadja, du hast jetzt im Endeffekt hast du 12 Minuten Zeit zu connecten, ohne eine Runde zu verlieren. Du musst noch Gridding dazu rechnen, 2 Minuten. Weißt du, was ich meine? Ja, das Rennen, es geht doch jetzt. Ich bin doch in den Standings. Karre ist durch. Du bist in den Standings auch noch Dritter. Ja. Ah, da hätte ich dich auch noch vorbeigelassen, weil ich Trucks kann ich eh nur ab und zu fahren. Hä?
8 Minuten. Ich sehe die Dings gar nicht. Ich bin so dumm, Mann. Wie dumm mache ich das? Was siehst du nicht, Nadja? Ah, ich hab sie. Oh, Gabi. Ich hab nicht gehämmert. Ich hab aufgebaut, das Glas. Ich hab auch nicht, aber er war jetzt, aber es war jetzt aber auch recht loose. Ich bin auch ein bisschen sideways jetzt gewesen. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch am Wetter. Da noch mal ein dicken Loser war. Hab ich das Gefühl gehabt. Aber wir sind auch sehr, sehr schnell in 1 rein. Ich hab eigentlich fast gar nicht gelupft. Bin fast full flat durch. Das regt mich jetzt auf. Also, Mann. Ich hab gelupft, das war der Fehler. Wahrscheinlich. Du bist auf mit mehr Gas rein und hast dann mit und gleich gelupft, oder? Nee, ich hab ganz normal gelupft, hab ihn schön reingebremst, hab Gas aufgebaut und dann ist er weg. Na scheiße. Natürlich schön letzten. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn wir nicht gerackt werden, dann verkackt man selber. Schnell. Exotic, war nochmal beim Restart, war ein Unfall. Ja, und Gabi, ist auch noch Restart, du hast jetzt Full House. Ja. Restart, letzten 10%, Gegnerschaden, 9 Punkte. Mhm. Scheiße. Wahrscheinlich noch Dead Last, oder? Ist fast keiner ausgeschieden. Full Course Yellow, Pits are open. Doch, ist wahrscheinlich vorgelebt, oder? Ja, aber er raucht. Teamkamerad, bitte zu. Ja, sorry. Uff. Also mach mal lieber keine Bilder vom Rennen oder nur bis Lap 160. Ja, boah, dann ist der Fotograf ist eingeschlafen. Track temperature is decreasing. It's now 80 Fahrenheit. We're under caution. Pits are closed. Ja, Exotic, aber Ian ist du kannst schon Bilder machen, so gut. Ist mir egal, aber das regt mich jetzt auf, Mann. Ich wusste es, dass er los wird. Ich wusste es. Ich hab's bei Rauch gesehen. Nee, nicht besser wie Ian. Ian ist nicht das erste Mal. Andere Welt. Das passiert mir jedes Mal. Ja, ich weiß, wie gut ich bin oder wie schlecht. Und ich weiß, wie gut andere Fahrer sind. Ich kann das abstellen. Ich bin halt ein Realist. Dann packst du über dich hinaus und sagst, gut. Ja, du hast ja recht. Du hast recht. Ja, sorry. Aber sind die eigentlich im ersten gestartet, Gabi? Teile und Cornish? Bist du sicher? Bist du sicher? Ich bin bei Grün direkt drauf und Teile ist reingekommen und Cornish ist mit Schweck. Er hat ja schon die Wagen, der war schon vor mich Front. Cornish ist verdammt gut getroffen. Ah, das könnte aber. Aber du bist im ersten, bist du bei 5000, 5500 Umdrehungen. Könnte ich schon im ersten starten. We're racing. Ja, das ist erster Gang. 100 pro. Push, or we'll lose this place. Okay, Daniel, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Nice one. Ooh. Yes, baby. Geil, ihr zwei. Wow. Congrats, Ian. Yeah. Nice race, guy. Really good. Wrapped iron.
Ja, nur der erste zählt, ja. Das ist für die Teamwertung. Watch your speed. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Ja, Replay ist ja nicht so wichtig. Das kann man doch morgen noch machen. Nur mit der Ruhe. Result, schreib ihm halt nochmal. You ready, Gabe? No, I fucked up. Big time. Nee, sowas mache ich nicht, Exotic. Das ist unfair. I'm so angry about myself. I knew it can get loose. I knew it. I just wanted a little run out of the turn to not getting put free wide. And then I fucked up. I don't know. 30th. Wow. Is that yeah, that hurts. Yeah, I was third in the standings. I was able to make third in this race. Mach das. leck mich doch am Arsch, jetzt weiter. Ich mach noch Minus in den Punkten. 30. und der Grand Slam. Kriege ich die Punkte von Platz 39. Oh, scheiße. Ich glaub's nicht, Mann. Thanks for not running me over when Gaby had his whoopsie. You got a whoopsie? Wer hat das geschrieben? Aaron. Roland.